Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Moor. Mein Name ist Jan Lessmann von Zeitweise und wir sind hier in einem ganz besonderen Moor und fotografieren heute verschiedene Pflanzen und ich bin zu Gast, denn ganz dort hinten sind ein paar Menschen aus der Soko-Stiftung und ich darf bei einer Vegetationsaufnahme dabei sein, wo wir bestimmt noch ganz viel über die Pflanzen lernen. Zunächst einmal möchte ich aber da anfangen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, und zwar bei dem Sumpfvergissmeinnicht. Eine wunderschöne Pflanze, zu der ich letztes Mal nicht so richtig einen Zugang hatte, aber jetzt ist sie in großen Mengen da. So sieht sie aus. Eine wunderbare Pflanze, die ich gerne fotografieren möchte. Die Frage ist nur, wie? Häufig will man da von der Pflanze eigentlich fast schon zu viel und man möchte alle Informationen und diese ganze Komplexität dieser Pflanze in ein Bild packen, was manchmal sehr schwierig ist. Und deswegen denke ich jetzt mal in zwei Bildern und möchte einmal die Gesamtheit so ein bisschen darstellen, wie sie hier mit mehreren Pflanzen zusammen wächst und dann ein Detail von dieser schönen Blüte, dieser Orange-Gelb-Kontrast ist ja sehr, sehr schön. Also es werden zwei Bilder und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Detail an. Das ist nämlich einfacher. Und für dieses erste Detail muss ich technisch eine Lösung finden. Ich habe ein Makroobjektiv, aber ich komme immer noch nicht nah genug dran. Und deswegen gibt es hier noch einen Zweifachkonverter für und Zwischenringe. Einen 31, einen 21 und einen 13 mm. Und so kann ich sehr nah rangehen und wirklich ganz kleine Details festhalten. Und das hat die Pflanze, glaube ich, verdient. Und das mache ich jetzt mal. Und jetzt gehe ich wirklich ganz nah an die Blüte heran, aua, und stelle manuell scharf und mache ganz, ganz, ganz viele Bilder mit 20 Bildern pro Sekunde. Und eins davon wird auf jeden Fall scharf sein. Also ich versuche gar nicht, das genau scharf zu kriegen und dann ein Foto zu machen, sondern ich stelle irgendwo mit dem Fokus herum, drücke auf Dauerfeuer und eins davon wird scharf sein. Dieses hier war scharf. Da fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum da noch so ein kleiner Glow entsteht um diese Blüte herum. Ich habe einfach eine Doppelbelichtung gemacht und unscharf die gleiche Blüte nochmal dahinter gesetzt. Und dann sieht das, ja, wird das Blau noch ein bisschen verstärkt. Mag ich sehr gern. Foto im Kasten. Weiter geht's zu dem eigentlich schwierigen Foto. Und das ist wirklich nicht einfach jetzt, denn es sieht erstmal sehr schön aus, diese ganzen Blüten. Aber es ist natürlich auch viel Unrat im Weg. Kein Unrat, sondern viele andere schöne Pflanzen, aber die stören eigentlich bei der Aussage des Bildes. Und da muss man ja sehr vorsichtig sein. Ich nehme den Konverter wieder raus. Und das ist wirklich jetzt gar nicht so einfach. Es sieht erstmal wunderschön aus hier, diese ganzen verschiedenen Blüten, aber hier ein ruhiges, homogenes Bild zu machen, ist nicht einfach. Was ich da mache, ist einen Blütenstand herauszusuchen und den zu fixieren und jetzt anzufangen, da herum zu reisen und zu gucken, aha, hier sieht es ganz schön aus, hier mache ich ein Foto, ja, aber das ist jetzt eine einzelne Blüte, ich möchte noch welche im Hintergrund, also muss ich weiter herumgehen und in Bewegung bleiben und ich suche quasi das Bild durch meinen Sucher, das springt mich irgendwann an und dann drücke ich ab, also sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn ich einfach hier stehe und das nur so sehe. Deswegen durch den Sucher gucken und das Bild springt einen irgendwann an und dann abdrücken. Wunderbar, jetzt haben wir zwei Bilder von dieser schönen Pflanze gemacht. Jetzt packen wir die mal zueinander und schauen uns die gemeinsam an. Und ich finde, man kann doch so diese Pflanze viel mehr erkennen und ja, wird der Pflanze mehr gerecht, als wenn ich das einfach alles in ein Bild packe. Deswegen, zwei Bilder sind manchmal besser als eins. Jetzt schauen wir aber erstmal, was da hinten die Vegetationsaufnahme macht. Hier im Hintergrund passiert gerade eine Vegetationsaufnahme. Und man fragt sich natürlich, warum muss man diese Vegetation denn überhaupt aufnehmen? Und wie macht man das überhaupt? Das ist eine ganz bestimmte Methode nach Braun-Blanquet, die genormt ist und eben es sicherstellt, dass die Vegetation immer gleich aufgenommen wird. Und dazu wird so ein Karree auf 4x4 Metern gebaut, mit GPS versehen und mit so kleinen Punkten im Boden eingelassen, dass man die mit einem Metalldetektor finden kann. Und so hat man immer den gleichen Bereich, den man Jahr für Jahr eben kartiert und schaut, was für Pflanzen darin vorkommen, wie oft und mit was für einem Deckungsgrad, also wie sich der verändert, ob eben sehr viel da ist oder sehr wenig. Und das ist wichtig, um eben zu gucken, ob sich das über die Jahre verändert. Da ist natürlich die Frage, warum verändert sich hier überhaupt irgendwas? Das ist sehr wichtig, dazu zu wissen, dass dieses Gebiet bis 2018 ein Schilfgebiet war, ein Schilfbestand hier auf diesem Moor mit sehr viel Nährstoffeintrag. Und
dann hat man angefangen zu mähen, 2018 das erste Mal. Und dann seit 2019 jedes Jahr sogar zweimal, um den Nährstoff hier aus dem Boden zu nehmen, damit die nährstoffarmen oder die Pflanzen, die nur wenig Nährstoff benötigen, hier besser hochkommen und hier eben diese charakteristische Landschaft entsteht. Das ganze Thema mit der Maat ist ein wenig komplexer und ihr fragt euch vielleicht, warum hier überhaupt gemäht wird. Hier stehen doch diese ganzen schönen Pflanzen und warum schnibbelt man die jetzt zweimal im Jahr ab? Dazu muss man wissen, dass wir hier eigentlich in einem sehr nährstoffarmen Gebiet sind und vorher hier Schilf stand und ganz, ganz vorher, also bevor hier eben die Gräben zugemacht worden sind und das Wasser eben abgelaufen ist aus diesem Moor, da war das ein sehr nährstoffarmes Gebiet, weil eben sehr viel Wasser hier im Gebiet war und diese ganzen Pflanzen wie Schilf und auch die ganzen anderen Gräser eben hier nicht wachsen konnten. Und man versucht jetzt eben diesen Zustand wiederherzustellen und dazu hat man eben erst die Gräben zugemacht, das Wasser kam wieder und jetzt muss man natürlich diese ganzen Pflanzen und das ganze Schilf und die Nährstoffe irgendwie wieder aus diesem Gebiet herauskriegen. Und deswegen mäht man hier zweimal im Jahr und hat so eben diesen Nährstoffaustrag, um eben hier wieder den Pflanzen eine Möglichkeit zu geben, die eben eben nicht mehr im Schatten des Schilfes wachsen können, sondern wenn das Schilf ab ist, kommen hier diese Arten eben wieder. So wie hier vor uns sah es aus, bevor hier angefangen wurde zu mähen. Diese Fläche ist ein alter Nasswiesenbestand, der wurde über Jahrhunderte wahrscheinlich extensiv mit Sense und so weiter genutzt. Irgendwann hat man beschlossen, das lässt sich intensiv nicht nutzen, weil es dann doch zu nass war und hat das Ganze dann aufgelassen. Und das ist hier eine Brache, die ist mindestens 30, 40 Jahre alt etwa. Und was man sieht ist, dass, also es ist entwässert trotzdem. Man hat hier Wasserstände, die fallen im Sommer bis auf 1 Meter unter Flur ab. Im Winter ist es nasser. Aber für die Landwirtschaft war es dann irgendwie doch zu nass. Und durch die Entwässerung sieht man, hat sich Folgendes getan. Durch die Entwässerung und die Auflassung, also die Nichtnutzung, man hat hier Brennnesseln, also extreme Nährstoffzeiger. Und man hat Säggen, Sumpfsäge und Rispensäge, die Ausdruck der eigentlich nasseren Bedingungen sind. So ein Zwischenstadium und vor allen Dingen ist es durch die Entwässerung aber auch nährstoffreich, also deswegen die Brennnesseln. Und es wird auch in jedem Jahr, wo es nicht gemäht wird und entwässert wird, wird es nährstoffreicher. Und wenn man sich das genau anguckt und man hier mal reinguckt, dann sieht man, viel mehr Arten hat man hier auch nicht. Brennnessel, Sumpfsäge, hier ist noch ein Wasserdost, so, da wächst ein Holunder. Also es ist relativ übersichtlich und wenn man hier auf den Boden guckt, dann sieht man, man hat eine dicke Streuschicht, da kann eigentlich nichts anderes wachsen. Das ist keine Wiese mehr, das ist eine Brache. Und zwar eine sehr stark nährstoffreiche Brache. Ihr könnt euch diesen Zustand ja mal merken und gleich gehen wir auf jeden Fall in Gebiete, wo eben viel weniger Nährstoff im Gebiet ist. Und was das für einen Unterschied macht, das ist sehr interessant. Weniger Nährstoffe einerseits, beziehungsweise wir haben angefangen zu mähen und haben angefangen, die Dominanzbestände von Schilf, aber auch von der Sumpfsäge zu brechen. Die, wenn man die viel mäht, reichern die keine Streu mehr an und werden insgesamt auch ein bisschen schwächer und machen dadurch Platz für andere Arten. Und artenreiche Wiesen, artenreiche Feuchtwiesen, aber eigentlich alle Wiesen sind Ökosysteme, sind artenreiche Biotope, die anthropogen sind. Das heißt, die gibt es nur und die sind nur artenreich, wenn der Mensch sie regelmäßig nutzt. Was ja auch sehr, sehr spannend ist, weil man unter Naturschutz ja häufig oder geläufig versteht, dass da gar nichts mehr gemacht wird und diese Flächen eben nur durch Nutzung entstehen. Finde ich auch immer sehr interessant. Außerdem sehr spannend, hier wurde mit einem Bagger der Oberboden abgenommen und da sind jetzt auch die seltenen Arten, so kleine Refugien. Also es macht einen großen Unterschied aus, wenn man hier die Nährstoffe rausnimmt. Manchmal sogar mit dem Bagger. Hier ist auch wieder ganz viel Wasserminze, ne? Also ja, man riecht es auch schon. Hier kann die wachsen, hier ist es ein bisschen nasser, weniger Nährstoffe. Das ist eine Gelbsäge. Ah, ja. Sieht ja süß aus. Ich habe es auch geschrieben, ich kann es euch sagen. Genau, Gelbsägen gibt es 4 Kleinarten. Sind alle eben so ein bisschen so hellgrün ins Gelbliche, deswegen heißen die so. Fast alle rote Liste 2 bei uns. Carex lipidocarpa, die schuppenfrüchtige Gelbsäge. Und hier haben wir noch eine andere Kleinsäge, auch rote Liste. Die kennst du auch. Nein, die ist, ja,
hatten wir auch das letzte Mal. Die ist ja, die ist so kugelig. Die Panizia. Genau, die Panizia, die Hirsesäcke. Hier war ein ganz tiefer Graben, mehrere Meter tief. Und der ist komplett verschlossen. Und da vorne ist ja dieses Gebäum. Und auch der Holunder da hinten, die Weide hier im Vordergrund, die sehen ja auch nicht so richtig frisch aus. Das liegt daran, dass eben die vorher am Grabenrand wuchsen, wo es schön trocken war. Und jetzt ist der Wasserstand hier aber durch den Grabenverschluss total angestiegen. Jetzt sterben die und das ist gut. Wie Kalle gerade schon gesagt hat, wir haben hier ein Nährstoffproblem. Das heißt, hier ist einfach weniger Nährstoff im Boden. Und hier kommen dann auch diese kleinen Säcken direkt. Wie hier, wie hieß die Säcke? Die hier sind Säcke. Gelbsäcke. Schuppenfrüchtige Gelbsäcke. Und je weniger Nährstoffe man hat, desto schütterer ist der Bestand, desto artenreicher ist es. Weil weniger Arten sich breit machen können, ist Platz für mehr Arten. Das ist schon sehr spannend. An die muss man jetzt nur noch fotografieren. Aber ich sehe den Charme noch nicht. Gelbsäcken? Ja. Der beste. Rote Liste 2. Zeigerart für kalkreiche Niedermoore. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Aufgabe, ein gutes Foto von einer Gelbsäge, also auch noch Kalkanzeiger, was will man mehr? Eigentlich eine ideale Pflanze für dieses Moor. Aber wie soll ich die fotografieren? Die Leute laufen einfach vorweg, zeigen mir irgendwelche Sachen und ich muss dann hier liefern. Na, jetzt haben sie eine Primel. Naja, ich bleibe jetzt hier bei den Gelbsägen und fotografiere die. Das muss ja auch möglich sein. Die Sägenfotografie wird ja auch stark vernachlässigt. Schauen wir uns das Gerät doch erstmal aus der Nähe an. Also, das ist sie, die Gelbsäcke. Und sie ist schon ganz cool. Ich muss sie jetzt nur noch irgendwie versuchen zu fotografieren. Wahrscheinlich irgendwie freistellen. Was muss ich dafür machen? Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Abstand gewinnen. Also ich bin jetzt hier einen Meter von dieser Säge entfernt und habe wieder meinen 100 mm drauf und versuche jetzt durch diesen Bereich hier durch zu fotografieren. Also ich packe das wirklich vor meine Linse und dadurch kriegt das so einen verwunschenen Effekt. Und ich habe gerade das erste Foto offiziell von einer Gelbsäge gemacht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich noch Sägenfotograf. Ja, weiter geht's. So, und während sich da hinten noch um Prozente gestritten wird, wie viel Deckungsgrad denn man gerade auf seiner Fläche hat, möchte ich mich nochmal mit einer anderen Pflanze beschäftigen, die hier sehr wichtig ist. Und die sieht man hier eigentlich überall. Bestandsbildend, gerade vielleicht in diese Richtung mal, seht ihr, dass es eher helle Bereiche gibt und vor allem auch eher dunkle Bereiche. Und hier steht eine Binse und das ist die Kalkbinse oder stumpfblütige Binse. Und diese Binse ist ein Kalkzeiger. Das heißt, wir erinnern uns, im ersten Video habe ich davon schon mal was erzählt, wir sind hier in einem Hangquellmoor. Quellmoor heißt das Grundwasser, also das Wasser kommt aus dem Grundwasser, wird hier hochgedrückt und ist eben sehr kalkreich. Und da kann dann eben diese Binse sehr gut wachsen. Und ja, davon ein Foto zu machen, ist nicht so einfach. Sie ist zwar sehr schön, ich zeige euch das mal. Sie wächst rasig, das ist auch sehr besonders. Im Gegensatz zu den horstbildenden Binsen, daran kann man sie einfach unterscheiden. Also es gibt solche Merkmale, da braucht man gar nicht so nah rangehen, sondern man kann schon von außen sagen, okay, sie wächst rasig, dann könnte es die oder die Art sein. Und erst dann geht man ins Detail. Kalle sagt, das erkennt man habituell, hört sich dann auch gleich richtig cool an. Wir sind mittlerweile in den nasseren Gebieten angekommen und so sieht unsere Fläche jetzt hier aus. Was gibt es? Nicht. Nicht. Man sieht auf jeden Fall, dass das Schilf nicht mehr so doll hier drin ist. Warum? Für das Schilf ist es hier zu nährstoffarm. Das Schilf mag Nährstoffe und mag es vor allen Dingen dann auch nicht, gemäht zu werden. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, Schilf kann viel. Schilf kann relativ trocken stehen, Schilf kann total nass stehen. Kennt man ja so von Seeufern. Schilf kann auch nährstoffärmere Bedingungen, wird dann nur halb so groß und ganz schütter. Und wenn es richtig viel Futter hat, wird es 3 Meter hoch und total dicht. Also Schilf kann ganz viel, aber wenn wenig Nährstoffe da sind, dann ist die Konkurrenz durchaus stärker. Die Konkurrenz, die besser mit nährstoffärmeren Bedingungen klarkommen kann als Schilf. Deswegen ist das Schilf hier ein bisschen schütterer. So, ansonsten sieht die Fläche auf den ersten Blick relativ langweilig aus, aber wenn man genauer hinguckt, dann werden wir hier feststellen, dass das unsere artenreichste Fläche sein wird. Was kann das sein? Ein Kreuzblümchen. Das ist Polygala amarella, das Sumpfkreuzblümchen. Rote Liste
1. Super, mega, hyper, selten. Das ist noch hyper, duper, super, mega, heftig, selten. Das ist Sverzia perennis. Der blaue Tarant, der Sumpf, der Moorenzian. Rote Liste 1 auch, 4 Vorkommen noch in MV oder 3. Und sonst erst wieder in den Alpen, mega ausgestorben. Das ist ein Moos, das nennt sich Campylium. Ein Sternmoos. Guck mal, wenn man oben auf den Trieb rauf guckt, dann sieht das aus wie ein Stern. Ein Stern? Ein Moos, was kalkreiche Bedingungen anzeigt. Und während die anderen dann noch weiter kartiert haben, habe ich mich langsam zurück auf den Weg gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was über das Moor mitnehmen. Bis zum nächsten Mal im Moor. Tschüss.